Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Part des Nitrado-Server-Projektes Tauritius. Heute wieder mit dem lieben Dalukat. Tschüss. Es geht ja schon gut los. Zeigt dein Kompass diesmal auch in die Richtung, oder haben wir diesmal dieselbe Quest vielleicht drin? Erschreck, ein bisschen links. So. Fahr so du einfach mal vor. Zum Mond. Oh nein, zum Mond? Bei mir ist gar kein Mond. Achso. Ich folge dir einfach. Also ich versuche mal den Kompass auf dieselbe Quest zu lenken. Vorbei. Ja, es gibt halt dann mehrere Quests und der Kompass bringt dich immer zufällig zu einer. Du musst auch nicht alle Quests machen, um das Ende zu erreichen, sondern nur eine bestimmte Anzahl an Quests. Aber je mehr Quests man halt in dem ganzen Event macht, desto mehr Geld bekommt man halt für den Nitrado-Server. Das ist eine coole Sache, muss ich schon sagen. Vor allem, weil es halt jetzt wirklich nicht wenig ist, was man bekommt. Es ist ein bisschen zufällig, also wir bekommen nicht gleich viel Geld. Ist immer unterschiedlich, aber ihr habt das schon gesehen, es waren immer um die 30 Cent jetzt pro Quest. Es gibt aber auch später Quests, die sind ein bisschen komplexer, aber da gibt es dann halt auch wieder andere Beträge. Also, so. Also, ich müsste jetzt hier quer durch. Ja, dann laufen wir einfach da lang. Oh, da ist eine Kiste. Hier waren wir übrigens schon, hier haben wir die Schweine getötet. Noch einen Fisch mitgenommen. Den kann man brauchen. Ich muss auf jeden Fall noch Bescheid sagen, bevor das Ding live geht, dass es eine unendliche Kiste gibt. Das ist ja gerade auf dem Server. Die Zischel ist gerade noch auf dem Server. Wie gesagt, das ist ja der YouTuber-Server hier. Und für das Event, was hast du denn bekommen? Hier sind ganz viele Stickies drin, ich nehme die mal mit. Und Blattwerk, aber Blattwerk ja, genau, das habe ich auch. Ja. Oh, Moment, das sind aber, guck mal, die haben alle Namen. Ast, Kleinholz, Dick, Stöckli, Kleinholz. Die heißen alle anders, die verbrauchen alle einen Slot. Ja. Aber ob man Hölzlein das wirklich braucht. Nehme ich mit. Ne, viele Sachen sind auch einfach nur just for fun. Mhm. Aber ich werde nach diesem Part, wenn ich es nicht vergesse, noch einmal schnell Bescheid sagen, dass am Anfang eine unendliche Kiste ist. Und immer die Kisten mit aufmachen oder wegen den XP? Ja, einmal kurz reinschauen, um XP zu bekommen. Ich denke auch Waffen oder Sachen enchanten. Bringt später was, denn da steht sogar ein Enchantment-Table da unten. Hast ich du muss da immer jetzt was rausgenommen gehabt? Nur eine Sache, glaube ich, nur einen Apfel. Ach so, komisch, weil bei mir waren die Äpfel auch noch drin. Boah, ey, was geht denn hier ab? Dickicht. Geht ja gar nicht. Wir verlaufen uns, Dalu. Nee, der Kompass zeigt den Weg. Ach so, er zeigt bei dir jetzt auch dahin? Ja, ich habe extra so oft gedrückt, bis es wohl dieselbe Quest war. Moment. Da man nichts abbauen kann, muss man schauen, wie man hier durchkommt. Hier ist nämlich Sackgasse, wo ich bin. Sackgasse. Ach so, nicht gut. Hier links vielleicht? Nee, hier kommen wir auch nicht durch. Ah. Vielleicht weiter runter. Oh Gott, nein. Ich werde mich verlaufen. Ja, wir werden uns total verlaufen hier. Hast du genug zu essen mit? Oh, ich glaube, ich habe einen guten Weg gefunden. Ach, das ist dein Plan. Was denn? Du willst mich hier nur aussetzen. Ich habe dich extra eingeladen. Wo bist du jetzt hin? Ich habe einen ganz guten Weg. Oh nein, auch der endet leider. Oh, ich glaube, ich schaff's. Ich schaff's. Come on. Ich bin draußen. Ich warte hier auf dich. Ja. Also ist es nur so ein kleines Stückchen dadurch. Dschungelzombies! Was? Die heißen Dschungelzombies. Ich brauche Hilfe. Ja, ich kann nicht. Ich weiß nicht, wo du langgegangen bist. Ureinwohner greifen an. Ich muss erst schauen, wo du lang bist, dass ich hier auch irgendwie rauskomme. Oh! Und du hast ein Steinschwert und ich bin aufgeschmissen. Ja, ich bin unterwegs. Glaube ich zumindest. Aber es sieht gut aus. Siehst du meinen Namen? Ja, ich sehe dich. Wir sind auf jeden Fall nicht mehr so weit auseinander. Es sieht gut aus. Ein bisschen jumpen. Und ab. Jetzt bist du sogar höher als ich, aber woanders. Ja. Ich bin rechts neben dir. Okay, also rechts lang. Aha. Ja, irgendwie ist es hier gerade ein bisschen doof. Wir versuchen uns an der Quest zu treffen. Oh je, Mini. Ja, das ist halt gewollt. Also die Wege und so. Man muss manchmal auch ein bisschen Glück haben. Es gibt, oh Gott, ich habe ganz viele Dschungelzombies hier. Also richtig viel. Und mein Schwert ist gleich kaputt. Mein Schwert ist kaputt. Oh je. Wo muss ich denn jetzt hin, damit ich da hinkomme, wo du bist? Versuch zur Quest zu kommen. Ich versuch's jetzt mal weiter links. Wir treffen uns an der Quest, hoffe ich. Ich glaube nicht, dass ich es überleben werde. Ich möchte doch nicht dem Tod begegnen. Ist das wirklich eine Sackgasse, in die ich gelandet bin, oder? Nee. Oh, jetzt könnten wir uns, glaube ich, treffen, auch wenn wir ein bisschen fernab der Quest sind. Ja, ich hüpfe gerade richtig schön straight den Berg hoch. Sieht gut aus. Achso, noch Essen? Ja, Essen habe ich genug. Da kannst du dann was abhaben. Ich glaube, ich bin gleich oben. Ich bin oben und ich sehe einen Tempel. Richtung der Quest?
Nein, links davon. Da habe ich ein. Oh, da habe ich eine Kiste gefunden. Ich Und habe ein da. Steinschwert. Ach, das bist ja du, oder? Nein. Nein, du machst keine störenden Geräusche, das bist nicht du. Woher willst du das wissen? Ich glaub den mal. Der respawnt ja sofort wieder. Ja, hier ist ein Spawner, also die Monster spawnen man. Oh Gott, ich glaube, ich werde wirklich erschossen gerade. Ich muss mir. Oh Gott, ich brauch schnell. Oh Gott, ich brauch schnell was zum Futtern. Hoffentlich werde ich jetzt nicht erschlagen Ich von den glaube, ich sehe Viechern. den Tempel auch, den du meinst. Ich muss mich regenerieren. Ich habe nur noch 2 Herzen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich muss jetzt auch was essen nehmen. Oh, weia. So, ich regeneriere mich. Sehr schön. Ich bin am Tempel. Ah, nein, das bist auch nicht du. Ich glaube, das müsste der Tempel sein. Ja, aber das, was ich Steingebäude. sehe, bist nicht du. So, getötet. Ah, da kommen die ganze Zeit Viecher raus. Ja, Dschungelskelette bei mir. Nein, bei mir sind es Zombies. Kannst du immer noch in Richtung der Quest laufen? Also Ja, hast du noch Platz? mache ich gleich. Wir versuchen uns an der Quest zu sammeln. Auf jeden Fall nicht nochmal rechts gehen, sonst kriegen wir nämlich wieder eine andere Quest. Ich versuche es, ich laufe jetzt über die Bäume. Habe ich auch gerade gemacht. Also ich glaube nicht, dass wir unbedingt so weit auseinander sind. Ich sehe da vorne etwas, vielleicht. Uah! Huh! Hier geht's tief runter wieder. Ja, ich habe es gerade festgestellt. Holla die Waldfee. Aber ich habe da was in der Ferne gesehen. Ich sehe ein kleines Häuschen mit einer Kiste drin. Ich sehe auch so eine. Uah! Oh Gott! Geht's dir gut, Julia? Nein, mir geht's gar nicht gut. Ich laufe. Versuch dich, wenn zu verstecken. Oh Gott! Ich muss mich regenerieren. Ich bin in Oh einem Gott. kleinen Dorf gelandet, glaube ich. Oh Gott, ich höre sie. Ich habe Angst. Nein, Ich sie weiß aber kommen. nicht, wo du bist. Oh Gott, ich werde jetzt dann sterben. Oh Gott. Nein, nicht sterben. Nein, nein. Ja, ich weiß. Oh. Bist du tot? Ja. Oh Gott, dann siehst du jetzt den Tod. Wenn du jetzt, du stehst gleich vor jemandem. Ja. Und ich glaube, wenn du Seelenpunkte hast, kannst du dich da wieder beleben, wo du gestorben bist oder so. Und wenn du keine hast, musst du einen der Steine auswählen. Aber das sagt er dir jetzt. Ich war Ja, leider noch nicht genau. tot. Du hast 2 Seelenpunkte. Willst du einen einlösen? Falls ja, bringe ich dich zu deinem letzten Respawn-Punkt zurück, sonst bist du wieder am Spawn. Ich glaube, der letzte Respawn-Punkt ist dieser eine, wie soll ich sagen, dieser Stein, den wir da hatten. Zum Spawn und Ich glaube, zum der Respawn-Punkt. Spawn ist einfacher. Der ist näher dran. Dann komme ich nämlich auch zurück zum Wasser. Das ist nämlich gar nicht so weit. Wir hätten den Berg an sich gar nicht hoch. Ich habe den Kompass auf eine neue Quest gemacht, leider. Ja. Was ist Ah. Das ist nicht jetzt? so schlau. Hast du ihn gedrückt und was passierte dann? Nix. Ist da ein Ausgang jetzt irgendwo? Ich sehe nichts. Also ich versuche die ganze Zeit diesen Respawn zu drücken, aber da passiert nichts. Wenn du was anderes bei ihm drückst, vielleicht, also eine andere Option Ja, ich drücke wählst. jetzt mal den Spawn. Das Spawn hat funktioniert, der Respawn nicht. Das muss dann wohl ein kleiner Fehler gewesen sein. Und ich sehe jetzt die Shell und Tuk-Tuk. Ach, Zische. Und der andere ist Safi. Schaffi, glaube ich. Ja, genau. Dann muss ich es jetzt also nochmal versuchen, dahin zu kommen. Ist der Kompass hat sich bei dir hoffentlich nicht geändert? Doch. Er hat sich geändert. Er zeigt Warte. bei mir jetzt in eine andere Richtung. Warte, wir treffen uns am Spawn. Okay. Ich sehe das Flugzeug nehmen. Ich bin rechts vom Flugzeug. Ach so. Dann laufe ich wieder Am zurück. Strand. Aber immerhin ist Keep Inventory True. Das ist ja auch schon viel wert. So, ich bin jetzt wieder an dem Board mit den da wo wir die Schweinequest angenommen haben. Da, wo auch Zischel und Tuk-Tuk Ah, da sind. bist du. Lass die Schweine in Ruhe. Bei diesem Glutherz, das hätte ich beinahe versehentlich irgendwie weggeworfen. Dann stand sofort da, so von wegen, du wirst das noch brauchen. Ah, das ist so ein. Vielleicht kann man eine. Vielleicht haben wir da ja schon ein Quest-Item gefunden, sozusagen. Ich packe mal ein paar Sachen hier rein. Ich habe jetzt meistens nur noch Essen mit.
packe ich auch mal. Wäre schön, wenn man dann irgendwann demnächst mal einen Ofen oder so finden würde. So, und jetzt schauen wir mal, dass wir eine Quest bekommen, dass wir hier am Strand langlaufen können. Also ich würd gerne noch mal, weil hier hinten ist ja auch was. Ups, jetzt habe ich den Kompass neu geeignet. Oh, da war ein Schnitzel drin. Ja. Oh, wundervoll. Also mein Kompass zeigt jetzt hier geradeaus. Ich glaube, das ist nicht so dicht wie die eine Stelle, wo wir hoch wollten. Ich hoffe es. Das war ganz schön fies. Die Viecher waren ganz schön stark. Da sind zwei Skelettkrieger auf mich losgegangen. Die haben mich ziemlich schnell platt gemacht. Und wir müssen unbedingt versuchen, mehr Essen zu finden. Oh, habe ich ganz viel. Sag Bescheid, wenn du was brauchst. Okay. Also mein Inventar ist voll. Ich habe einen Kuchen und einen Schnitzel. Alles andere ist noch roh. Nee, Rosan habe ich gerade in meine Kiste da getan. Ja, ich auch. Ich warte jetzt hier oben. Ah, du bist schon fast da. So, okay. Hier unten müsste ein Dorf sein, das habe ich gerade gesehen. Okay. Das ist cool gemacht, aber viel zu dicht. Ah, guck mal, hier ein Spawnpunkt. Also es ist jetzt zwar ein bisschen ab von der Quest, aber nicht viel. Oh, da unten steht schon wieder jemand. Hier ist auch eine Workbench, hier unten. Sehr schön. Ein Helm. Ach ja, hast du schon alles mögliche an Rüstung? Ich habe noch keine Hose bis jetzt. Und ich brauche nur noch einen Helm. Ich habe mir gerade mal ein Steinschwert gecraftet. Hast du eins? Ja, ich habe ein Steinschwert. Dann würde ich mir die Suppe noch nehmen. So. Und hier haben wir auch schon Taku Tak. Mhm. Oh, da ist ein Steinschwert. Ja, bei mir auch. Steinschwert und Brustplatte. Sehr schön. Was haben wir da Schönes drin? Oh, werfbarer Trank der Heilung. Ja, ich pack mal wieder ein bisschen was in die Kiste. Ich habe mir mal die Hälfte der Pfeile genommen und einen der Tränke. Jo, hier haben wir eine Quest gefunden. Also man kann die Quest auch so ablaufen. Der Kompass bringt dich nur zu einer hin. Lass diesen Respawn-Punkt hier erstmal aktivieren. Mhm. Weil hier sind wir ja gerade. Mhm. Genau. Ja. Dann hoffe ich mal, dass es beim nächsten Mal geht, wenn ich sterbe. Vielleicht ist es aber auch noch ein Fehler. Das kann auch sein. Ja, vielleicht braucht man mehr als einen Seelenpunkt. Na, ich hatte zwei. Und es hieß ja, ob ich einen davon nutzen wolle. Hole die kryptische Notiz des Gefangenen. Bring die Notiz vom Piratenschiff zu Taku Tak. Mhm. Das heißt rüberschwimmen. Da werden jetzt ganz grässliche Monster auf uns warten. Denk an das Schlauchboot. Ja, ich nehme mein Schlauchboot. Wollte erst im tiefen Gewässer damit fahren. Ah, das sieht schon cool aus. Oh, ich glaube, hier vorne kann man rein. Haben wir einen Eingang gefunden? Oder? Nein, das täuscht. Da ist eine Kiste aber unten im Wasser. Oh ja, echt? Ja. Das ist fies versteckt. Ich sehe das leider mit meinem Texture-Pack nicht. Ja, warte, ich muss nochmal Luft holen. Ein roher Lachs. Downfish. Okay, jetzt noch schnell aus dem Wasser kommen. Ich sehe das unter Wasser leider nicht mit dem Texture-Pack. Das ist ja ärgerlich. Das ist schade. So, wie kommen wir auf das Schiff drauf? Ich fahre gerade einmal rundum. Ich höre schon Zombies. Das ist schon mal gut. Da muss ein Gefühl, du bist angeeckt am Strand. Das ist dir wehgetan. Jo. Da ist hier geht's rein. Sehr schön. Was sagt unsere Zeit? Unsere Zeit sagt 13 Minuten. Oh, dann können wir noch drauf aufs Schiff. Jo. Okay, okay. Also, die haben Eisenschwerter. Okay. Ah, ich hänge fest. So, jetzt mal. Das sind viele. Sehr schön. Hoffentlich gibt es hier auch ein Goldschwert schon mal. Eine Hose. Helm ist in der Kiste drin. Komm mal her. Oh, ich darf diese Kiste nicht aufmachen. Da ist ein Helm drin, ne? Oh, und ein Goldschwert. Helm habe ich schon. Okay. Goldene Karotte, das ist gut. Eine Axt, ich glaube nicht, dass wir die brauchen. Und ist auch der Gefangene, man sieht ihn. Unten unter Deck. Der Name wird angezeigt. Oh, da kommt ein Zombie. Da kommen sie aus der Tür. Na, kommt schon. Die sind ganz schön zäh. Da ist schön gemacht hier. Ja, definitiv. Oh, hier geht's dann auch unter Deck runter.
Mal gucken, kommt hier noch ein Zombie? Ja, wir müssen auch unter Deck. Mhm. Was zum Futter mitnehmen? Okay, ich bin gleich beim Gefangenen, glaube ich. Warte noch hier auf dich. Ja, bin unterwegs. Ach, die Tür ist zu. Bist du mittig? Rechts. Achso, schon rechts. Ah, da bist du. Kann man die Hebel drücken? Ja, passiert nichts. Hier ist okay. Zu. Bring die Notiz zu meinem Kumpel, also brauchen wir erst die Notiz. Er hat gesagt, unter in der Kiste, du musst einen Stock tiefer, aber wir müssen noch tiefer. Ah, ja, hier geht's nach unten, ganz hinten. Ja. Lager. Oh. Da dürfen wir nicht öffnen, also die untere nicht. Die untere dürfen wir nicht öffnen? Nee, da steht, you are not, don't have the permission to open this. Aber ich habe ein Kettenhemd, das ist doch schon mal um einiges besser. Das auf jeden Fall. Ich habe die Notiz gefunden. Ich habe die mal rausgenommen. Mhm. Und die Notiz mussten wir abgeben an Land, oder? Die müssen wir jetzt dann noch abgeben, ja. Aber hier sind auch Kisten. Dann schau mal, dass du die Notiz auch mitnimmst, falls die überall drin ist. Also wenn du die auch brauchst. Hier sind noch ein paar Tränke. Und Pfeile. Falls du welche brauchst. Haben wir dann mitgenommen? Genug. Goldene, wir kriegen Besuch. Okay. Achso, vorne war die Notiz, meinst du? Ja. Einige, jetzt hätte ich beinahe dich geschlagen. Geht das über überhaupt? Dir hängt die Kiste. Über dir. Hier. Ah. Ist da noch ein Brief bei dir drin? Ja. Die Notiz habe ich. Und der nächste kommt runter. Kann ich dich eigentlich schlagen? Nein, PvP ist aus, glaube ich. Oh, das ist gut. Gut für mich. Okay, jetzt müssen du wir hier rennst raus, schnell. Ja sowieso immer vor. Muss dich ja beschützen. Ja, und dann klopp ich dich immer, weil du vor meine Klinge läufst. Komm schnell raus. Ja! Piraten haben es gemerkt. Sind wirklich mehr geworden. Oh Gott, tatsächlich. Rein ins Wasser. Wuhu! Das ist echt cool mit dem Ding hier. 17 Minuten, Dalu. Ja, wir geben die Quest noch ab, würde ich sagen. Weil da sind wir ja jetzt gleich. Jo. Und raus hier. Über die Planken. Hol die Notiz. Da haben wir das. Mhm. Muss ich jetzt in die Hand nehmen? Ja, muss in die Hand nehmen und ihm geben. Yes, funktioniert. Einen Seelenpunkt bekommen. Und danach wurden wir teleportiert. Oh. Wurdest du auch teleportiert? Ja. Wo siehst du mich du? Noch nicht? Ich sehe dich, aber du mich scheinbar noch nicht. Ah, richtig. Oh, aber ich habe zwei Diamanten. Diamanten bekommen. Toll, hätte ich mal mehr Platz im Inventar. Ich hoffe, es gibt immer nur eine Questbelohnung. Wir lassen uns den Part jetzt erstmal beenden. Das ist, da bist du. Ich sehe dich jetzt auch. Genau. Ach so, ja. Ja, du bist dran, Julia. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Lasst ein bisschen Feedback da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss.